So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Football Tactics and Glory. Wir starten heute in die 9. Saison, spielen mittlerweile immer noch in der zweiten Liga und das müsste Folge 153 sein. Beim letzten Mal hatte ich schon Trikots und sowas umgestaltet, in die Post geschaut. Heute schauen wir mal noch in die Transferliste. Libero bin ich gut aufgestellt. Was gibt's denn noch? 28. Zentrales Mittelfeld. Lange Pässe. Kann ich mir im Moment nicht leisten. Ja, ist schon ein bisschen teuer. Gut, zurück. Ich hau mal ganz kurz. Helmer. Okay, 22. Gut, kein Bedarf an einen Mittelfeldspieler mit langem Pass. Zurück, weiter. Schauen wir mal. Oh Gott. RB Leipzig, direkt mal unser erster Gegner in der zweiten Liga. 28, 28. Zentral. Mit Tunneln. Na. Nee. Lass mal mal. Schauen wir mal. Leipzig, 3,5 Sterne. Hier ist schon wieder Post. Es ist sehr heiß heute. Spieler verbrauchen mehr Energie bei ihren Aktionen. Ach so, Quatsch. Gegner anschauen. Kopfballstärke. Einwurf. Grätsche, Grätsche, Grätsche. Und Kanonenschuss. Okay, da würde ich sagen, dann nehmen wir mal Rainer wieder rein. Pop, pop, pop. Helmer hier passt. Was haben die? Innenverteidiger. Sehr gut. Warte. Der ist gegen olympisches Tor und kann lange Pässe. Okay, dann würde ich sagen. King Kong. Auf rechts und. Warte. Das war Hackentricks, okay. Carlo. Carlo für Krüger. Rechter Stürmer, Innenverteidiger, Innenverteidiger, Innenverteidiger. Oh, die haben aber hohe Werte. Reaktion, Reaktion. Und machen wir so. Pop, pop, pop. Noch irgendwas ver Vergessen. Frings? Nö. Passt. Passt, passt, passt. Ja, lassen wir mal so. Adler. Amstetter ist noch gesperrt. Marunte ist noch gesperrt. Dafür spielt Milberg. Milberg spielt. Einwurf. Ja, komm. Milberg, das kriegst du hin. Zurück. Ab zum Spiel. Also wird diese Saison gelb-schwarz oder schwarz-gelb als Heimfarben. Und wir haben Anstoß. Und ich muss dann demnächst überlegen, mein Stadion zu vergrößern. Schießt du? Jawohl, finde ich gut. Erste Ecke nach 6 Minuten. Helmer wird treten. Oh. Ich glaube, gegen so eine starke Mannschaft werden meine Leute nicht bestehen können. Im Strafraum, aber mal schauen. Oh, sehr gut. Ach, schade.
Schade. So, wer ist das? Attilio. Attilio. Mir macht's echt Sorgen, dass die fast alle Grätsche können hier im Mittelfeld. Aha, schade, Bremer. Oh, Ritter. Oh, Scheiße. Der kann Kanonenschuss. Wow. Krass gemacht. Seitenwechsel und mein Libero kam einfach nicht hinterher mit Laufen. So. King Kong. Zeig, was du kannst. Jawohl. 1-1, 32. Minute. King Kong. Wird wohl die vorletzte Saison für ihn werden. Jawohl, sehr gut. Milberg. Carlo läuft nach vorne, Strafraum. Oh, sehr gut. Helmer. Der kann lang. Pass. Carlo jetzt vor der Halbzeit. Hauen rein. 2-1 gegen Leipzig. Sehr gut. Jawohl. Das wird unsere Saison. Dieses Jahr geht's in die erste Liga. So, Bremen schön abgefangen. Wow! Böses Foul. Pass auf Frings. Frings. Jawohl, so ein Kanonenschuss. Der ist drin. 3-1. Wahnsinn. War das alles erste Halbzeit? Okay. Jetzt. King Kong. Ich glaube, jetzt musst du mal langsam ein bisschen Energie sparen. Lass mal Thiele rein, Helmer. Komm. Bremer raus, dafür Adler rein und. Oh. Boah. Helmer würde ich auch gerne schonen. Den packen wir mal für Helmer rein. Gute Frage. Kommt Folgert für Helmer, aber Folgert geht hier hinten mit in die Libero-Position. Und dann nehmen wir Hummel nach hinten, Frings nach hinten. Ja, komm. Zweite Halbzeit. Drei Tore gegen Leipzig, ich glaube, das reicht mir erstmal. So, das wird nix.
Oh. Okay. Kretsch. Aber Adler hat aufgepasst. Sehr schön. Pass auf Thiele. Ah, Thiele verliert dann doch den Ball. Schauen, was die Leipziger machen. Oh, okay. So, wir dran. Adler. Ach Quatsch, Knoll ist das. Sehr schön gemacht. So, jetzt. Den geht die Zeit aus. 68. Minute. Optimal. Schön Energie sparen, Leute. Es ist heiß. Vergesst das nicht. Schön gemacht. Achtzigste Minute. Okay, Milberg zieht sich auch noch zurück. Der Strafraum ist sicher. Oh, jawohl. Ui. Oh, Knoll geht die Luft aus. 90. Minute, wir haben Abstoß. Ja. Hummel, was kannst du? Okay. Gewonnen. Gewaltschuss, Kanonenschuss, Kanonenschuss. Diese Saison startet ja mehr als fantastisch. Torwart-Upgrade, sehr schön. Ach, der ist 40, was soll denn der noch lernen? Berühmtheit. Aber es ist einfach wieder zu verkaufen. Momentaner Wert. Ich kann hier klicken, was ich will, da passiert nichts mehr. Der Ruhm des Spielers hat. Sicher läuft es immer einfacher. Den kann ich nicht mehr verkaufen. Komm, probieren wir das. Dann hat er einen starken Torwart eher erlernt. Lernen. Neue 8 Monate. So, zurück. War noch einer? Nein. Ticketverkäufe 100.000, 3 Tore, macht nochmal 62.000, 28 Ruhmpunkte, da Leipzig echt stark ist und 53 neue Fans. Platz 3 sind wir nur, aber ein Gegentor haben, okay, St. Pauli, Darmstadt war besser. Ja, okay. King Kong, 2 Tore geschossen. Sehr schön. Und wo ist Carlo? Unten 1. Vorlagen. Frings, eine Vorlage. Helmer, eine Vorlage. Sehr schön. Zweikämpfe. Knoll, 3 gemacht, beziehungsweise gewonnen. Paraden sind wir nicht dabei. Fortfahren. Nächstes Spiel gegen Chemnitz. Heute spielen wir wohl nur gegen Sachsen. Chemnitz auch 2,5 Sterne. Ich schaue nur mal ganz kurz in die Verträge. 8 Monate, hier kann ich nichts verlängern, oder? Ja, verkaufen nicht möglich. Okay, zurück. Chemnitz. Schauen wir erstmal, was die vorne können. Kanonenschuss. Hackentrick, ach Gott, beides. Oha.
Gut, wenn der Hackentrick im Spiel ist, kommt Vollgott rein. Da nehmen wir Knoll hier rüber. Und Marunde kommt wieder für Milberg. Hummel wird auch aktuell nicht gebraucht. Dann nehmen wir Amstetter wieder rein. So, jetzt schauen wir in der Hintermannschaft mal. Oder erstmal. Oh, nochmal Hackentrick. Hackentrick-Konter. Ja. Lange Pässe, Grätsche, nix. Hackentrick-Konter. Torwart. Libero. Torwart kann nix. Wie gut sind meine Hackentrick-Leute? Drei und zwei. Ich probiere es mal King Kong spielen zu lassen. In Chemnitz zuschauen. Mal schauen. Hoffentlich geht King Kong jetzt nicht die Puste aus in dem Spiel. So, abgefangen. Bremen ist sehr gut. Wow, böses Foul. Ah, Bremen hat es aber überstanden. So. King Kong auf. Oh, er schießt direkt. Naja, gut. Carlo, lauf dich mal frei nach vorn mit dir. Amstetter mit Grätsche, sehr gut. Damit haben wir erstmal wieder den Ball. Ich würde sagen, auf Helmer hätte ich gesagt. Gut, Helmer kann Energie sparen. Frings hat jetzt den Ball und verliert ihn. Aber jetzt ist eine Lücke natürlich frei. Große Lücke. Jetzt müsste nur mal Carlo nach vorn. Knoll ist echt schwer außer Puste. Gott, schone dich. So, Innenverteidiger zieht zurück. Das ist dumm, der stellt sich im Grunde in den Weg von Volkert. Oh, meint er jetzt flankt. Nee, er schießt direkt. Gut. Wartmann hat den Ball. So, jetzt Helmer. Pass auf King Kong. King Kong schießt und wir bekommen noch mal eine Ecke. Jetzt. Jawohl. So, kurz vor der Halbzeit. Was wird ein olympisches Tor? Bitte, bitte, bitte. Sehr gut. Sehr gut. Er sollte drin sein. 1-0 in der Halbzeitpause. Holy shit. Auswechslung. Knoll ist komplett im Arsch. Den tauschen wir für Milberg aus. Stürmer mit Hackentrick. Kanonenschuss. Mehrwerk hier rüber. Ja. Ansonsten könnten wir King Kong drin lassen, oder? Ja, Thiele rein. Wir nehmen nochmal Thiele rein. Zurück. Zweite Halbzeit.
1-0-Führung ist jetzt nicht so überragend. Besser als nix. So, Chemnitz, was macht ihr? Den Ball abnehmen. Schade. Carlo, doch, lauf doch mal vor hier. Mann. Amstetter kommt. Grätsche, sehr schön. Er kommt jetzt raus in der Mitte. Schweißer. Der Herr Schweißer. Und der Ball ist schon wieder weg. Aber Amstetter steht ja bereit. Oh Gott. Okay, 74. Minute. Wir führen, alles gut. Amstetter, geiles Spiel. Der ist schon außer Puste. Ach, das gibt's doch nicht. Dass ja auch alle grätschen können. Der war mies, der Pass. Wer war das jetzt? Spitzhahner. Ah, Hackentrick, verdammt. Schießt direkt. Du hast drei Leute durch, plus Torwart. Ja. Optimistisch. So, 1-0, 90. Minute, komm. Schiri, pfeif ab. So, ich glaube, das ist ein super Saisonstart. Upgrades gab es keine. Ein Tor gemacht heißt 20.000 von unserem Sponsor. 6 Ruhmpunkte, ja, die waren jetzt nicht so stark als Gegner. Und knapp 100 neue Fans dazu bekommen. Schauen wir mal in die Tabelle. Wir sind jetzt Platz 2. Hinter St. Pauli. Punktgleich mit Nürnberg, aber das Torverhältnis ist ein wenig besser. King Kong 2 Tore geschossen. Vorlagen. Frings und Helmer immer noch dabei. Knoll mit 4 Paraden. Nix. Ich dachte, King Kong hat heute auch ein Tor. Ach nein. Das war doch aus das olympische Tor. Stimmt ja. Schauen wir noch in die Transferliste. Innenverteidiger für ja. Können wir uns auf gar keinen Fall leisten. Und wer ist noch dazu gekommen hier? 19 Jahre. 24.000 Mittelstürmer. Wäre eine Option. Gut. Erstmal Ende für diese Folge. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.